Der ultimative TED-Test, Teil 12. Auf dem Weg nach Hamburg und im Wettkampf mit dem Verbrauch, jetzt mein Fazit zum TED. Germany, Sektion 1 auf 2. Zur gesamten Strecke habe ich 78 Kilometer Anfahrt zum Einstieg östlich von Neumünster benötigt und ca. 78 Kilometer für die Rückfahrt südlich von Lübeck zurück nach Hamburg. Die gesamte gefahrene Strecke hatte ungefähr 344 Kilometer. Der TED-Abschnitt hatte damit rund 190 Kilometer. Für die Strecke habe ich ca. 8 Stunden benötigt. Mein Kurzfazit vorweg. Es war ein schöner Tag und es hat Spaß gemacht, die Strecke zu erkunden. Ich finde, der TED hält hier seine Versprechung nicht voll ein und es gibt einige attraktive Streckenabschnitte, auf die man den TED umrouten könnte. Hier ein paar Parameter. Nämlich die Zeit für Hin- und Rückfahrt von jeweils rund einer Stunde von der Tour bleiben ungefähr 6 Stunden für die gefahrenen 190 Kilometer des TED. Das ergibt inklusive Pausen und Orientierung und erfolgte Suche nach alternativen Strecken immerhin eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 32 Kilometer pro Stunde. Erfahrene Reisende wissen, dass das für Offroad sehr schnell ist. Es lässt zwei Schlüsse zu. Erstens, ich bin besser und schneller, als ich bisher dachte. Oder es gibt zweitens sehr viele asphaltierte Straßen, die eine höhere Streckengeschwindigkeit möglich machen. Und das glaube ich eher. Alle vorhergehenden Teile nehme ich jetzt mal so ein bisschen als Referenz. Die Laufzeit der ungekürzten Streckenaufnahmen ist bei ungefähr 110 Minuten. Darin eingeschlossen waren, ohne es genau zu messen, sicher noch rund 10 Minuten asphaltierte Strecke. Damit bleiben rund 100 Minuten unasphaltierte Strecke von insgesamt 6 Stunden Fahrt. So, und jetzt noch der Clou. Davon kann ich rund 20 Minuten aus Teil 2 bis 11. Die rund um Lübeck fast ausschließlich asphaltiert waren, abziehen. Und die beiden alternativen Abschnitte aus Teil 5 und 7, die gar nicht zum TED gehören, zumindest bis dato, ich habe sie inzwischen vorgeschlagen und vielleicht werden sie ja aufgenommen. Also im Ergebnis bleiben netto gerade mal gute 60 Minuten unasphaltierte Streckenabschnitte von insgesamt 6 Stunden. Im Großen und Ganzen war die Strecke des TED ganz nett zu fahren, hatte aber sehr viele langweilige Asphaltkilometer, die die Erwartung an die unasphaltierten Abschnitte umso höher geschraubt haben. Die absoluten Highlights waren zum ersten die ehemalige Bahntrasse zwischen Tensfield und Groß-Rönnau, wobei der TED vorher nach Osten in Richtung Krems 2 abzweigt. Zweitens, der sehr kurze Abschnitt entlang des Naturschutzgebietes Heidmoor, wo auch die Furtdurchfahrt ist. Der ein oder andere YouTuber verwechselt diesen Bach, der da durchgeht. Es ist die Trave. Nach ihr ist unter anderem Travemünde benannt, die Mündung der Trave bei Lübeck. Und dann ein Streckenabschnitt, der eigentlich nicht zum TED gehört, aber vielleicht doch in Zukunft. Eine Alternative zwischen Danau und Helmstorf bei Lütjenburg. Der Abschnitt ist zwar nicht komplett Offroad, war er aber mal, ist dafür aber auch recht kurvig und weit abgelegen, so wie ein Trail nach norddeutscher Art vielleicht sein könnte.
Dieser Streckenvorschlag wäre das Endstück zur Sektion 1, direkt als Übergang zur Sektion 2 in Richtung Süden. Von dort südlich von Lütjenborg geht es dann komplett unasphaltiert bis runter nach Sören. Und nun zur Verbrauchschallenge. Ich hatte ja ursprünglich geplant, auf halber Strecke nochmal nachzutanken, deswegen war ich nicht ganz mit einem vollgetankten Tank losgefahren. Und naja, es zeigte sich, dass die Maschine weniger verbraucht hat, als ich ursprünglich gedacht hatte. Wenn ich jetzt den Benzinpreis sehe, kommen mir im Nachhinein die Tränen. Aber so war es letztes Jahr noch. Am Schluss standen 390,1 Kilometer auf dem Tageskilometerzähler und rechnerisch hatte ich noch einen Liter Rest im Tank. Das war ein Nachmittag auf dem TED. Mission completed, signing off.